Willkommen zum Winicare Podcast. Heute mit der ersten Frau zu Gast. Und ich sag Hi zur Linda, wie geht's dir? Hi Christos. Ja, mir geht's gut. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Ich habe mich echt super doll über deine Anfrage gefreut. Ich finde es ja total toll, was du machst und bin sehr gespannt, was unser Gespräch heute bringen wird. Ich ebenso, also das kann ich nur zurückgeben, Linda. Vielen Dank, dass du zugesagt hast und auch vielen Dank dafür, dass du schon ziemlich lange dem Winicare-Kanal und Instagram-Account folgst. Und erinnerst du dich irgendwie, wie das zustande gekommen ist, wie sich da unsere Wege gekreuzt haben? Gute Frage. Ich glaube, ich war wirklich ziemlich von Anfang an dabei, ne? Wie bin ich denn auf dich aufmerksam geworden? Das ist echt eine gute Frage. Wahrscheinlich bist du einfach mal bei irgendeiner meiner, also den ich folge, aufgetaucht oder so. Ich glaube, irgendjemand hat dich in der Story geteilt und dann habe ich das gesehen und dachte mir so, wow, mega das coole Projekt, kann ich total unterstützen. Und genau, dann war ich irgendwie an Bord. Vielen Dank dafür und tatsächlich, ja, an Bord. Das ist jetzt schon etwas her und ich glaube, hat sich irgendwie so ereignet, dass mir werden ja auch Leute dann vorgeschlagen, wenn ich Leute folge, denen du auch folgst. Und ich glaube, da gab es dann so eine Korrelation, dass man sagt, hey, wieso probiert ihr zwei einfach nicht mal aus? Und siehe da, dann haben wir uns irgendwie ausgetauscht und ich habe dann auch bei dir in deinem Profil deine Fotos gesehen und gedacht, ey, Winicare und Linda, das könnte irgendwie passen. Und nach ein bisschen hin und her haben wir uns dann jetzt ein Zeitfenster mal einberäumt und wir zwei. Und ich freue mich mega darauf, dass du hier im Winicare-Podcast bist. Und ich freue mich sehr darüber, da auch deine Story gleich zu erfahren und wie es bei dir quasi nicht nur auf dem Kopf aussieht, sondern auch innerhalb des Kopfes. Und ob es da Parallelen gab, wie du damit klargekommen bist. Aber mal abgesehen jetzt davon, ne, in der aktuellen Situation, du kommst aus Berlin, ich bin in Köln. Ne? Wie eingeschränkt fühlst du dich gerade, dass du sagst, hey, okay, Homeoffice und die vier Wände, oder würdest du doch schon gerne wieder irgendwie soziale Kontakte nach außen pflegen? Wie sieht es bei dir momentan da aus? Tatsächlich ist es ja schon ziemlich geöffnet worden, so in den letzten Wochen. Und von daher fühle ich mich eigentlich gar nicht mehr so sehr eingeschränkt. Aber ich muss auch sagen, dass es mich vorher gar nicht so sehr gestört hat. Also ich konnte zum Glück Homeoffice machen. Also das heißt Job und alles total safe. Und mich hat es gar nicht doll gestört. Also klar, sich mal mit ein bisschen mehr Leuten zu treffen oder so, das wäre schon schön gewesen zu manchen Zeitpunkten. Aber an sich, nee, fühle ich mich irgendwie total wohl. Und jetzt durch den Sommer kann man sich ja auch immer sehr gut draußen treffen. Da gibt es auch genügend Orte hier in Berlin, wo es echt Spaß macht, einfach draußen ein bisschen abzuhängen. Und das geht ja mittlerweile auch schon in kleineren Gruppen. Also von daher ist das überhaupt gar kein Problem für mich gerade. Das stimmt. Ich merke nur gerade an mir selber, ich hatte einen kleinen Podcast-Marathon hinter mir und ich habe bisher nur die ganzen Kontakte immer über Webcam, quasi konnte ich in Kontakt treten. Und diese ganze Zeit, wo wir uns jetzt im Homeoffice befinden müssen und sich das, wie du gesagt hast, mehr und mehr auflockert, ist trotzdem strange für mich, weil die meisten Kontakte, die ich über Winicare bisher knüpfen konnte, waren halt wirklich nur reiner digitaler Natur. Und es ist halt trotzdem komisch, dass man sagt, okay, man ist zu Hause, man hat halt die Kontaktpflege digital, aber so meine Eltern wiederum, wenn ich da FaceTime mache, das fühlt sich doch schon sehr strange und sehr komisch an. Und die wohnen noch ein bisschen weiter weg, aber mal sehen, wie sich das dann ergibt. Und genau jetzt, wo der Sommer dann noch Einklang gefunden hat, bin ich mal gespannt, wie sich das dann alles verläuft. Wo wir gerade auch beim Thema Sommer sind und so weiter und so fort. Du hast ja auch quasi Winicare auf dem Kopf, wie du es schon gesagt hast. Und für die Zuhörer über den Podcast, die Linda, ich habe auf deinem Instagram-Account einige Fotos gesehen, wo du dann halt auch bewappnet bist für den Sommer, zum Beispiel mit Tüchern und Ähnlichem. Wie verbleibst du da mit deinem Kopf, mit dem Sommer? Hast du da Erfahrungen gemacht oder wie sieht das bei dir aus? Ja, der Sommer, also sowohl Sommer als auch Winter sind natürlich irgendwie speziell, ne? Guter Punkt, ja. Aber jetzt im Sommer
Was ich sehr angenehm finde, ist, dass ich größtenteils tatsächlich ohne Kopfbedeckung rumlaufen kann, weil es einfach warm genug ist. Aber der Sommer bringt natürlich häufig im besten Fall auch viel Sonne mit sich. Und das ist natürlich echt ein Problem für wenig Haare oder für eine offene Kopfhaut sozusagen. Also was man vielleicht gar nicht weiß, wenn man Haare hat, dass die Kopfhaut wahnsinnig empfindlich ist. Also ich hatte tatsächlich dieses Jahr schon, oh Gott, ich glaube 3 Sonnenbrände oder so auf dem Kopf. Oh, wow. Also man kann echt nicht vorsichtig genug sein. Und deswegen versuche ich schon dann, wenn ich länger in der Sonne bin, auf jeden Fall eine Kopfbedeckung zu tragen. Aber ich finde es halt auch schön, wenn das so gleichmäßig braun ist, weil am Anfang, als ich auch noch nicht so viel ohne Haare rausgegangen bin, hatte ich dann immer so einen blöden Rand hier, wenn ich halt viel irgendwie, was weiß ich, Tücher getragen habe oder früher auch Perücken. Und jetzt finde ich es eigentlich total schön, dass es so gleichmäßig ist. Aber trotzdem muss man einfach sehr aufpassen. Mhm. Und wenn ich halt dann mal ohne Kopfbedeckung rausgehe, dann creme ich meinen Kopf auf jeden Fall ein. Also ohne ist es wirklich zu gefährlich. Ja, du hast es angesprochen, für die Leute, die halt nicht bewusst sind, wenn sie halt Haare auf dem Kopf haben, wie empfindlich das alles ist. Früher war es halt auch bei mir, als ich noch längere Haare hatte, da war es so, das Balkon im Gesicht ist halt die Nase und die Ohren. Und bei mir ist es jetzt sogar noch eine Terrasse geworden mit oben drauf. Von daher muss ich da halt komplett drauf aufpassen. Deswegen, ich weiß genau und fühle mit dir, was du da meinst. Ja. Ich habe bisher immer Glück gehabt, ich habe halt Hüte für mich entdeckt. Und ich habe so einen aus so Stroh und der ist halt auch schön luftdurchlässig. Und bisher bin ich immer ziemlich gut damit gefahren, sei es jetzt im Urlaub in Griechenland zum Beispiel oder wenn mal hier die Sonne kommt. Das geht dann eigentlich alles. Und was ich noch interessanter gerade fand, ist, du hast gesagt, du hast früher auch öfter mal Perücken und so getragen. Und da war das dann, ist das ein ähnliches Gefühl und Schutz, vor allen Dingen im Sommer? Oder schwitzt du dann sogar noch mehr? Oder was ist das für ein Gefühl? Im Sommer ist es furchtbar. Also wenn es warm ist, die Perücken waren echt, also es ist überhaupt kein angenehmes Gefühl. Wie du gesagt hast, man schwitzt total darunter. Es schützt auf jeden Fall vor der Sonne. Also das ist vielleicht das einzig Positive im Sommer an Perücken. Aber es ist einfach super warm, es ist super unangenehm. Und es fängt dann auch so an zu kratzen, weil wenn halt Schweiß irgendwie da drunter ist, dann rutscht es vielleicht auch so ein bisschen hin und her. Hält auch nicht mehr so gut. Also ich habe viel Perücken getragen, die ich auch so festgeklebt habe. Aber durch den Schweiß hält dann der Kleber auch nicht mehr so gut. Also nein, Sommer und Perücken waren echt nie angenehm. Okay, also ich habe noch nicht eine Erfahrung gemacht mit Haarteilen oder Haarsystemen, Perücken im Allgemeinen. Und kannst du mich da mal ein bisschen abholen und aufklären? Wie sieht das aus, wenn man jetzt in so einem Perückenstudio geht? Ne? Ist das alles irgendwie noch so angestaubt und Ü50 mit Föhnfrisuren für Mann und Frau? Oder sind die mittlerweile irgendwo angekommen 2020? Und wie kann ich mir das vorstellen? Mein erstes Perückenstudio war genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Okay. Ich war 18. Ich hatte keine Ahnung. Es war dann so weit, dass einfach die kahlen Stellen auf meinem Kopf quasi mehr waren als die Stellen mit Haaren. Und dann war irgendwann klar, okay, ich möchte die Haare abrasieren und Perücken tragen. Und ich hatte keine Ahnung von Perückenstudios. Und wir hatten damals eine Nachbarin, die auch Perücken getragen hat. Und meine Eltern haben sie dann angesprochen, in welches Perückenstudio sie denn geht. Und sie war über 50 auf jeden Fall. Und dann sind wir eben auf ihre Empfehlung hin in das Perückenstudio. Ja, Föhnfrisuren auf jeden Fall. Meine erste Perücke war tatsächlich so eine Frisur, die man eigentlich als Föhnfrisur bezeichnen kann. Es war trotzdem total gut für mich damals, weil ich endlich nicht mehr diese Angst hatte, der Wind verweht meine Haare und die kahlen Stellen werden sichtbar. Ich hatte endlich irgendwie eine ordentliche Frisur auch auf dem Kopf, wenn auch vielleicht eher so eine Ü50-Frisur, aber irgendwie bin ich damit ganz gut klargekommen. Genau, und in diesem Perückenstudio war ich tatsächlich, ich glaube, 2 Perücken habe ich mir da gekauft. Und dann habe ich glücklicherweise irgendwann entdeckt, dass nicht alle Perückenstudios so angestaubt sind wie das und habe ein ganz tolles Perückenstudio gefunden, wo einfach die Inhaberin auch mehr so in meinem Alter war. Also ich denke, sie war so Anfang 30.
Und ich habe mich auf einmal richtig gut aufgehoben gefühlt. Sie wusste, was mir steht. Sie wusste, was irgendwie auch modern ist, was eben auch zu einer jüngeren Frau passt. Und in dem Studio war ich jetzt wirklich viele Jahre. Ja, also das macht einen total großen Unterschied. Ja, schön zu hören. Und du hast da jetzt auch von erzählt, was du schon bereits ausprobiert hast, nachdem es bei dir halt angefangen hat mit dem Hausfall. Kannst du mich abholen, wann es bei dir angefangen hat und was du genau hast? Genau, also ich habe Alopecia areata bzw. Alopecia totalis. Das bedeutet, dass ich gar keine Haare mehr auf dem Kopf habe. Es gibt auch noch Alopecia universalis. Das wäre, dass komplett alle Körperhaare fehlen. Gut, wie man vielleicht sieht, meine Augenbrauen fehlen tatsächlich auch. Die male ich mir immer auf. Das heißt dann jetzt, im Sommer musst du dann trotzdem die Beine rasieren, wenn du, okay, weil das wäre, ich sag mal, ein Vorteil, der mir gerade einfallen würde, wenn schon die Kopfhaare abfallen, na, dann komm, dann mach wenigstens alles, weißt du, dann muss ich mich nicht damit noch auseinandersetzen. Ja, das stimmt. Nee, also ich habe tatsächlich an den Beinen auch so ein paar kahle Stellen, aber an sich habe ich hauptsächlich da schon am Haare. Kopf und, okay. Genau, es ist hauptsächlich am Kopf bei mir. Wann fing das an? Das fing an, als ich 14 war. Also so wirklich irgendwie mit Eintritt oder ein bisschen nach Eintritt der Pubertät. Und erstmal war das einfach nur so eine ungefähr so große kahle Stelle auf dem Kopf. Auch hier unten irgendwo. Das heißt, ich konnte das total gut verstecken. Habe natürlich überhaupt nicht verstanden, was los ist. Meine Eltern sind auch mit mir direkt zu verschiedensten Ärzten gegangen, bis dann irgendwann die Diagnose war Alopecia areata. Und es blieb relativ lange bei wenigen kahlen Stellen. Ich glaube so 2-3 Jahre. Und dann wurde es halt immer mehr, dass immer mehr Haare ausgefallen sind. Also bei Alopecia ist es so, es sind wirklich immer dann komplett kahle Stellen. Das ist nicht so ein diffuser Haarausfall. Da gibt es auch noch eine Form. Aber bei mir ist es eben die Form der Alopecia, die so wirklich flächendeckend, wo dann die Haare immer ausfallen. Und so büschelweise richtig. Und dann war es einfach so, dass diese kahlen Stellen immer größer geworden sind, immer größer und auch immer mehr dazugekommen sind, bis zu besagtem Zeitpunkt, als ich 18 Jahre alt war und entschieden habe, das geht einfach nicht mehr. Das heißt, du hast also mit 14, bist du dir dann durch die Haare gegangen und dann hattest halt so ein Büschel Haare in der Hand? Okay, ja. Ja, das Schlimmste war Duschen, weil nach dem Duschen, wir hatten zu Hause auch immer so ein Haarsieb in der Dusche liegen. Mhm. Ich habe dieses Haarsieb so verteufelt, weil es mir einfach jedes Mal gezeigt hat, wie viele Haare ausgefallen sind. Das war wirklich furchtbar. Oder tatsächlich auch nach dem Aufwachen morgens, wenn ich gesehen habe, wie viele Haare auf dem Kopfkissen lagen. Das waren so die Momente, in denen es am bewusstesten war, dass mir tatsächlich gerade die Haare ausfallen. Ja, da kann ich dir ein Lied von singen. Also nicht im selben Ausmaß und nicht mit derselben Krankheit, sondern halt genbedingt bei mir durch den Haarausfall von Generationen in meiner Familie. Und Bettlaken voll mit Haaren. Dann fährst du die mal über die Haare, die sind ein bisschen nass gewesen, hast da halt so total viele Haare auf der Hand, was unüblich war, zu einem gewissen Zeitpunkt und Stellen am Kopf, wo du denkst, okay, das ist jetzt aber neu für mich. Oder halt, wie du gesagt hast, duschen. Ich habe irgendwann mal aufgehört, nach unten zu gucken, weil ich wusste, okay, ja, da liegen halt wieder total viele Haare. Oder am Spülbecken, wenn man sich halt das Gesicht gewaschen hat, sind dann halt auch wieder Haare abgefallen. Und hattest du lange Haare als 14-Jährige in der Pubertät? Oder weil du gesagt hattest, du konntest das gut verstecken, die ersten paar Stellen, die du hattest? Ja, hatte ich. Also mittellang. Ich glaube, die gingen so ungefähr bis hier, schätzungsweise. Ja. Etwas über die Schulter, genau. Du hast dann bis 18 quasi erstmal Sachen probiert, vermute ich mal. Ne? Du musstest damit jetzt auch erstmal klarkommen in der Pubertät. Und ich finde, wenn ich mich da reinversetze in der Pubertät, du bist ja dann noch in der Schule, dann musst du halt Klausuren schreiben, dann hast du andere Themen, die dich eher beschäftigen und dann kommt noch sowas on top. Wie hast du dich da gefühlt? Meine Strategie damals war Verdrängung. Ich wollte das gar nicht wahrhaben. Ich habe auch kaum jemandem davon erzählt. Das wussten eigentlich nur meine engsten Freundinnen. Ich konnte es, wie gesagt, glücklicherweise relativ lange verstecken. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich mir gar nicht so bewusst darüber, wer es vielleicht doch gemerkt hat oder ob es nicht doch viel mehr Leute wussten.
als ich dachte. Aber ja, ich habe es wirklich versucht zu verdrängen. Ich habe mit meinen Eltern auch viel ausprobiert. Ich war bei verschiedenen Ärzten, habe auch ein paar verschiedene Methoden ausprobiert, was die Heilung betrifft. Aber es ist halt alles immer, teilweise sind die Haare nachgewachsen. Zum Beispiel habe ich eine Cortisontherapie gemacht, wo ich Cortison, also quasi auf die Kopfhaut mit Spritzen gespritzt bekommen habe, Cortison-Tabletten eingenommen habe, dann sind die Haare nachgewachsen. Aber sobald ich das abgesetzt habe, sind die Haare halt wieder ausgefallen. Das war schon mit Kanone auf Spatzen, kann man dann sagen, in dem Moment. Mit Cortison dann am Kopf, okay? Ja, das war auch, im Nachhinein denke ich mir auch so, warum habe ich das gemacht? Aber ich war jung, ich wollte einfach nur, dass das aufhört. Mir war es echt, ich glaube, ich hätte ziemlich viel gemacht dafür, dass meine Haare wieder nachwachsen. Linda, ich habe auch viel ausprobiert. Also ich kann dir da auch ein Lied von singen. Und ich meine, kann ich mir das dann irgendwie so eine Art vorstellen, zum Arzt gegangen, der hat dann irgendwie Haarlabor eingeschickt, also so Tests und dann dir irgendwelche Tinkturen verschrieben und solange du die nimmst, ist vermutlich alles in Ordnung, aber sobald man das absetzt, fällt es halt wieder ab oder flacht das dann wieder ab? Wie war das bei dir? Also Tinkturen haben überhaupt gar nicht geholfen. Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, mein erster Weg ging tatsächlich zum Dermatologen. Da haben die dann auch sie haben so ein Stück Haut ausgeschwanzt, also von meiner Kopfhaut, und haben das dann eben im Labor untersucht. Ich überlege gerade, der hat mir bestimmt Salben oder sowas verschrieben, bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Das hat alles nichts geholfen. Das Einzige, was eben geholfen hat, waren diese Cortison-Geschichten. Das war während eines Auslandsaufenthaltes. Also ich war von 16 bis 17 Jahre quasi in Brasilien für ein Jahr und da habe ich diese Cortisontherapie gemacht, weil meine Gastmutter mich damals dazu überredet hat, sozusagen. Und ansonsten in Deutschland, meine Eltern haben mich auch mit so zu Homöopathen genommen zum Beispiel. Da sind meine Haare auch einmal nachgewachsen, aber man weiß nie bei Alopecia, ob das tatsächlich die Medizin ist, die dann hilft, oder ob das der Verlauf der Erkrankung ist, weil bei Alopecia, also es ist wirklich unberechenbar. Es kann sein, dass die Haare einfach so spontan wieder nachwachsen und für immer bleiben. Es kann sein, dass sie komplett wieder nachwachsen und dann wieder ausfallen. Es kann sein, dass sie an einer Stelle nachwachsen und an anderen Stellen nicht. Man weiß es einfach nicht. Und bei mir sind sie zweimal nachgewachsen. Also einmal ganz am Anfang, als ich die eine kahle Stelle hatte. Wie alt warst du da? Mit 14. Ah, okay. Genau, mit 14, wobei, ja doch, es muss immer noch 14 gewesen sein. Dann waren sie irgendwann wieder da, ich glaube so ein halbes Jahr, nachdem ich die Stelle entdeckt habe. Und dann sind sie genau ein Jahr später, hatte ich wieder genau die gleiche kahle Stelle. Und dann sind sie einfach immer weiter ausgefallen. Und mit 20, 21 sind die Haare nochmal wieder nachgewachsen, aber nicht komplett. Ich hatte immer noch kahle Stellen, konnte die kahlen Stellen gut verstecken und auch mit meinen eigenen Haaren sozusagen rumlaufen. Und die sind aber auch wieder ausgefallen. Und hattest du dann auch, ich meine, ich kenne das von mir, ich habe so Vitamin- und Mineralkuren gemacht. Ne? Also ich habe mir da so Tabletten reingeschmissen wie Biotin, D3, Magnesium, Calcium. Das hat nichts gebracht. Ich habe nur ein Loch in mein Portemonnaie gebrannt und hast du auch so Erfahrungen gemacht und gehofft und letztendlich auch nur Geld irgendwie hinterhergeschmissen, aber das hat halt nichts gebracht. Ja, auf jeden Fall, genau. Diese ganzen Mineralien habe ich, glaube ich, auch alle durchprobiert. also Zink auf jeden Fall, Vitamin D habe ich auch probiert. Magnesium definitiv. Es gab auch so ein bestimmtes Shampoo, was meine Mutter dann irgendwann mal entdeckt hat, Keratin oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das hieß oder welcher Wirkstoff da drin ist. Auf jeden Fall gab es so ein Shampoo gegen Haarausfall. Alles ausprobiert. Das hat alles gar nichts gebracht. Und wenn du sagst, die Alopecia areata ist ja eine Autoimmunkrankheit, wo dein Körper gegen
dich quasi arbeitet, im Speziellen jetzt in dem Fall gegen deine Haarwurzeln. Und du sagst ja, die ist unberechenbar, die Krankheit. Heißt das denn jetzt, wenn jetzt schon zweimal passiert ist, dass die Haare wiedergekommen sind, ne? Wie ist bei dir die Vorstellung, wenn die Haare jetzt nochmal kommen würden? Und du hast ja jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass die halt wieder abgefallen sind. Wie würdest du damit dann vorgehen, wenn du jetzt wieder merkst, oh, die wachsen wieder nach? Ja, sehr gute und sehr interessante Frage. Weil tatsächlich letztes Jahr im Herbst sind auch wieder ein paar Haare gewachsen. Allerdings nicht wahnsinnig viele, aber ein paar. Und ich war da sehr verhalten. Die Leute so in meiner Umgebung waren alle total freudig. Oh, Linda, da wachsen ja wieder Haare, wie toll. Und ich freue mich total für dich. Und ich dachte mir immer so, Leute, erstmal abwarten, ja, ganz ruhig. Es kann total gut sein, dass die wieder ausfallen. Und genau, das ist die eine Sache, dass ich da versuche oder auch mich gar nicht so richtig traue, tiefer reinzugehen. Und das andere ist aber auch, dass sich meine Einstellung verändert hat zu meinem Haarausfall oder zu meinem Erscheinungsbild ohne Haare. Mhm. Früher war das für mich eben total furchtbar und da habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass meine Haare wieder nachwachsen. Und mittlerweile bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg, das komplett für mich anzunehmen. Also ich denke, ich bin noch nicht da, wo ich es 100% angenommen habe. Es gibt immer noch Momente, wo ich mir doch wünsche, Haare zu haben oder gar nicht unbedingt so sehr für mich, weil ich mich unwohl fühle oder weil ich mich hässlich finde ohne Haare, was früher ein großes Thema war. Aber jetzt ist es eher so, ich weiß nicht, da gibt es vielleicht auch einen Unterschied zwischen Mann und Frau, ich weiß nicht genau, aber für mich ist es halt so, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, ohne Kopfbedeckung, ohne Perücke, ich werde angeschaut, das ist einfach so. Und das ist ja auch gar nicht unbedingt böswillig gemeint von den Menschen, aber man fällt als kahlköpfige Frau einfach auf. Und manchmal habe ich einfach keine Lust aufzufallen. Manchmal möchte ich einfach in der Menge untergehen. Und das sind so Momente, wo ich mir dann doch wünsche, Haare zu haben. Genau. Aber an sich hat sich da einfach meine Einstellung so verändert, dass ich gar nicht mehr so sehr diesem Wunsch oder dieser Sehnsucht hinterherrenne, dass meine Haare wieder nachwachsen. Und ich glaube, wenn sie jetzt nachwachsen würden, ich denke schon, dass ich mich freuen würde. Aber wenn sie wieder ausfallen, dann kann ich das genauso gut annehmen. Hm. Ich habe den Eindruck, du hast dich halt in dem Zustand gefunden, dass du sein kannst. Und ich vermute mal, dass dich das dann auch eher erstmal komisch anfühlt, wenn du auf einmal wieder, ja, du hast jetzt auf einmal wieder Haare. Also wirklich 100% Haare, so wie vor der Alopecia errata. Und was du ansprichst, das ist ja wie so ein Inkognito-Modus, ne? Dass du sagst, du würdest ja gerne nur, also die Haare vermisst du, um eben nicht aufzufallen als Frau mit Glatze. Und ich als Mann kann ich dir Folgendes sagen. Mir wurde noch nie gesagt, ach guck mal, da sind ja jetzt wieder Haare auf deinem Kopf, in Anführungszeichen. Sondern wenn ich angesprochen werde, hey, da wachsen ja Haare, dann sind das immer die unsäglichsten Stellen, die im Alter dazukommen, weißt du, am Rücken oder irgendwo an den Schultern, das kannst du dir nicht ausmalen. Ne? Und das ist so das Einzige, was mir so entgegengebracht wird, wenn gesagt wird, ach, bei dir wachsen ja wieder die Haare, so Augenzwinkern. Mhm. Und die andere Sache ist, also ich habe das selber nie erfahren, aber aus anderen Gästen hier aus dem Podcast, der Thorsten zum Beispiel, der wollte immer eine Glatze haben, weil das halt nicht nur schön fand, sondern auch praktikabel und weil er hatte halt nicht eine Matte auf dem Kopf, sondern immer schütteres Haar. Und bei ihm war das so, wenn er draußen war, wurde der mal vielleicht angeguckt, so mit einer Art politischem Hintergrund, ob er deswegen das hat. Und ich glaube, als Mann hast du das eher. Und ich als Außenstehender, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, wie andere wiederum dann über Frauen in Bezug auf eine Glatze reden würden, wenn sie das schon bei uns Männern eher politisch machen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann einfach bei Frauen denken, ja, die ist krank. Also nicht krank, Alopecia errata krank, sondern die hat Krebs krank. Und das ist ja irgendwie, beide Sachen könnten nicht weiter auseinanderliegen mit dem eigenen Denken oder Empfinden. Sprich, die politische Gesinnung
war nie Thema meines Ausdrucks mit Haaren oder Nicht-Haaren. Und dementsprechend ja auch nicht bei Frauen, wenn die eine Glatze tragen, dass die innerlich total krank sind und Krebsstadium haben. Sondern ich finde, von außen, wenn man das nicht hat, wirkt das immer so extrem in einer Richtung, die völlig fernab ist von jeglichem rationalen Denken, was man selber in sich hat. Verstehst du? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und klar. Also ich war dann erstmal ein bisschen sprachlos, als der Thorsten das zum Beispiel erwähnt hatte, ne? Und jetzt halt bin ich auch sprachlos bei dir, dass du halt sagst, ja, du wünschst dir doch gerne die Haare nicht, um dich wieder schön zu fühlen, sondern so inkognito zu sein. Und irgendwie, ich kann das völlig nachvollziehen, ne? Also wenn man halt nicht polarisieren möchte, aber von außen eben so polarisiert wirkt, dann ist das ja nur wieder das Erscheinungsbild, was jemand anderes in einen hineininterpretiert. Und das ist nämlich dann die Krux. Und fühlst du dich denn, wenn du heute eine Frisur trägst, machst du das auch aus dem Grund, inkognito zu sein? Teils. Frisur meine ich, eine Perücke meine ich damit. Ja, habe ich mir schon gedacht. Teils. Es gab jetzt tatsächlich ein paar Momente in den letzten Monaten, wo ich eine Perücke zum Einkaufen aufgesetzt habe, einfach nur, um eben nicht aufzufallen, weil ich keine Lust hatte, weil ich mich vielleicht selber auch einfach nicht so gut gefühlt habe. Und ich finde, ja, ich meine, diese Tage kennen wir alle, wo man einfach nicht auffallen möchte draußen, ne? Und meistens, wenn ich eine Perücke aufsetze, ist es aber einfach, um mich mal anders zu fühlen. Also ich will auch gar nicht sagen besser oder schlechter, sondern einfach nur anders. Es ist halt ein kompletter Lookwechsel und damit fühle ich mich auch anders. Ich habe das Gefühl, mit Perücke tatsächlich teilweise auch wie eine andere Identität anzunehmen. Und das ist halt spannend und das macht mir manchmal auch richtig Spaß. Das ist eigentlich meistens der Grund, warum ich eine Perücke aufsetze, wenn ich es tue. Ich habe wirklich die letzten 2 Jahre, glaube ich, komplett gar keine Perücken getragen. Und jetzt habe ich mir Anfang des Jahres mal wieder eine Perücke gekauft. Und ja, und die habe ich jetzt in letzter Zeit mal aufgesetzt. Ja gut, das war jetzt dann noch vor Corona, mal zum Feiern gehen oder so. Das geht natürlich momentan nicht so. Oder auch tatsächlich einfach mal so zum, ja, wenn man sich draußen mit Freunden im Park trifft oder so. Wirklich einfach nur für mein Gefühl, für den Wechsel des Looks und damit irgendwie eben auch den Wechsel der Identität. Es fühlt sich auf jeden Fall für mich so an. Ja, man sagt, Kleider machen Leute und man fühlt sich auch anders, wenn man halt, sage ich mal, formschöne, geschnitten, gut auf sich passende Klamotten und Kleidung trägt. Und ich würde das einfach zurückgeben, indem ich dann sage, ja, Haare oder Perücken machen ja auch Leute, weil das macht ja in einem etwas. Und ich finde es halt schön, dass du gesagt hast, dass du da halt auch selbstbewusst an die Sache gehst und sagst, weißt du was, wenn andere einen Bad Hair Day haben und sich einfach eine Kappe aufsetzen und gehen raus, wieso solltest du das nicht auch machen dürfen mit einer Perücke? Aber bei einer Perücke ist es wahrscheinlich, vermute ich mal, schwieriger, einen Bad Hair Day zu haben, sondern du hast es dann halt und kannst dich auch so fühlen, wie du bist und gehst einfach raus damit. Mhm. Genau, und einen Bad Hair Day hat man mit Perücke tatsächlich nicht unbedingt, weil die sind ja in der Regel gestylt, also auch nicht alle, aber zum Beispiel die ich jetzt habe, die hat halt an sich irgendwie schon Style und wenn ich die aufsetze, sehe ich super gestylt aus, also genau das Gegenteil eigentlich vom Bad Hair Day. Ja. Verstehe. Das heißt, wenn du dir keine Sorgen machen musst um die Perücke, dass die halt passt, gut sitzt, weil es gibt ja auch totale viele Nachteile, die du auch schon gesagt hast, ne? Dass er dann halt, wenn es zu warm ist, darunter schwitzt und dann klebt es nicht richtig etc. Aber mal abgesehen davon, mich würde eher interessieren, Linda, wie beeinflusst dich Alopecia in deinem Alltag heutzutage noch? Also als erwachsene Frau, nicht mehr als die 14-Jährige in der Pubertät, was alles komplett neu war und total überfordernd, sondern hast du heute in deinem Alltag irgendwelche Sachen, wo du dich noch eingeschränkt fühlst dadurch und wie gehst du damit um? Tatsächlich kaum, was aber einfach daran liegt, dass ich mich mittlerweile ohne Perücke so wohlfühle. Mhm. Nee, wirklich kaum. Das Einzige vielleicht, und das aber auch nur eingeschränkt, wenn ich an den See gehe, weil ich ja meine Augenbrauen male und
dass es nicht wahnsinnig wasserdicht. Also so einmal kurz untertauchen hält schon, aber wenn ich vorher auch noch vielleicht geschwitzt habe und dann ins Wasser gehe, dann kann es schon sein, dass die einfach abgehen. Aber auch davon habe ich mich jetzt ein bisschen befreit, weil ich in den letzten Monaten, und das war tatsächlich während Corona, hat das irgendwie angefangen, dass ich dann auch mal ohne Augenbrauen einfach auf die Straße gegangen bin und mich auch da jetzt mittlerweile immer wohler fühle. Das ist noch nicht hundertprozentig, aber es gibt Momente, wo ich mich gut fühle, wo ich selbstbewusst bin und da kann ich auch ohne Augenbrauen auf die Straße gehen. Und deswegen schränkt mich das auch gar nicht mehr so sehr ein. Also das war früher viel extremer. Da bin ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an den See gegangen bin, auch nicht getaucht, genau aus dem Grund. Aber das hat sich jetzt auch verändert. Von daher, das Einzige, okay, doch, es gibt noch eine Situation, die für mich ein bisschen unangenehm manchmal ist, wenn ich in einen Raum komme mit Menschen, die ich nicht kenne und, weiß ich nicht, die aber irgendwie kennenlerne, also jetzt irgendwie eine Gruppe, mit der man dann was zusammen macht. Ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt gerade vor, ich singe zum Beispiel im Chor und wenn ich jetzt irgendwie den Chor wechseln würde, oder ich erinnere mich auch noch, als ich das erste Mal in dem Chor war, du kommst irgendwie in eine Gruppe, wo du neu bist und wenn ich da dann ohne Haare auftauche oder halt einfach so, wie ich jetzt auch hier sitze, das ist immer noch mal so ein kleiner Moment der Überwindung, weil ich weiß, die Leute nehmen mich wahr, die nehmen auch wahr, dass ich keine Haare habe und ich frage mich dann, was sie wohl über mich denken. Und eigentlich kann ich das auch übertragen auf gar nicht unbedingt nur auf Gruppen, sondern auch wenn ich so jemanden neu kennenlerne. Dann ist in meinem Kopf ganz häufig so diese Frage, was denkt die Person jetzt, warum ich keine Haare habe. Ist dir denn das auch schon mal umgekehrt passiert, dass du quasi die Haare schon auf dem Kopf hattest und du hast nicht darüber nachgedacht und dann bist du zum Beispiel im Chor oder in dieselbe Gruppe einen Tag später oder eine Woche später gegangen und dann gucken dich alle an und sagen, hä, was ist mit dir passiert? Oder genau umgekehrt, weißt du, wie ich meine? Ja, ich muss mal kurz überlegen. Also ja, gab es auf jeden Fall halt eher so in der Zeit, in der ich von Perückentragen zu Nicht-Perückentragen gegangen bin. Zum Beispiel in der Uni. Da kannten mich alle eigentlich nur mit Perücke. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, Perücken zu tragen und bin dann nach den Semesterferien halt das erste Mal ohne Perücke in die Uni. Und das war schon interessant. Und das war für mich auch wirklich eine Herausforderung. Und interessanterweise, ja, haben mir da auch einige dann gesagt, also erstmal, dass sie es total cool finden so. Aber was ich eigentlich am interessantesten fand, dass einige so auf mich zukamen, meinten so, ganz ehrlich, irgendwie habe ich mir immer gedacht, dass du Perücken trägst. Oder irgendwie habe ich gemerkt, dass mit deinen Haaren irgendwas anders ist. Aber es hat halt vorher nie irgendjemand was gesagt. Die sitzen immer so gut und die duften so gut. Und da passt einfach immer alles. Ja, ja, genau. Doch, genau. Also da auf jeden Fall. Ansonsten ist es, glaube ich, jetzt so in der letzten Zeit eher weniger passiert, dass ich dann mal mit, mal ohne Perücke, außer eben bei guten Freunden. Aber die kennen mich, also die wissen das ja auch. Und wie war das jetzt vor der Uni? Also sagen wir mal, als es schon anfing, mit 14 in der Schulzeit noch, in der Pubertät. Wenn du die Sachen halt ausprobiert hast, wie war dann so der Weg zur Schule? Also was ist in deinem Kopf da passiert in der Zeit? Ganz viel Angst davor, dass Leute das merken. Da war richtig viel Scham irgendwie für mich um dieses Thema herum. Wie gesagt, das wussten eigentlich nur meine engsten Freunde. Ansonsten habe ich das nicht erzählt. Dann war ich ja ein Jahr im Ausland und da hat sich das eben sehr doll verschlimmert. Und als ich dann wieder zurückkam, ja, war wirklich einfach immer meine größte Angst, dass meine Mitschüler, eben die, mit denen ich jetzt vielleicht nicht so viel zu tun hatte, dass die das irgendwie merken. Und ich weiß noch, als ich dann nur noch wenig Haare auf dem Kopf hatte und die kahlen Stellen immer größer wurden, habe ich immer ganz, ganz, ganz viel Haarspray verwendet, damit die Haare halt nicht vom Wind oder so. Willkommen im Club. Echt? Kennst du das auch? Ich habe den Vogelnest Deluxe auf meinem Kopf, Linda. Ne? Mach dir da mal keine Sorgen. Also, das war bombenfest, war das. Aber dann wieder zu duschen und dann wieder der ganze Aufwand. Weißt du, wie viele Minuten, halbe Stunde, dreiviertel Stunden, Stunden ich im Bad verbrannt habe an Zeit,
bis wirklich alles fest saß und Gel und oh, ja, okay, also die Phase kenne ich auch. Okay, Wahnsinn. Ja, genauso ähnlich ging es mir tatsächlich auch. Und am schlimmsten fand ich dann immer sowas wie Sportunterricht zum Beispiel, weil man sich da ja auch so ein bisschen mehr bewegt und eben die Gefahr größer ist, dass die Haare verrutschen. Dann habe ich auch irgendwann so rumexperimentiert mit Tüchern, also mit so Haarbändern, dass die vielleicht auch noch dann helfen, die kahlen Stellen zu verdecken oder so. Oder Wind war auch immer ganz furchtbar. Ja, beim definitiv. Fahrradfahren zum Beispiel, kennst du vielleicht auch? Ich bin kein Fahrrad gefahren, ganz einfach. Ach du. Ich bin gelaufen. Ja, okay. Ja. Ich habe mich da wirklich eingeschränkt, ne? Auch was du beschrieben hast, an ungünstigsten Stellen irgendwie mit einer Kappe aufgetreten. Weißt du, wie ich meine? Ja, hier bin ich. Ja, würdest du nicht mal deine Kopfbedeckung abnehmen? Oder hey, Christos, es ist mega warm hier drin. Wieso trägst du eine Mütze? Ist halt so, ne? Und wenn die Haare einmal platt waren und quasi nicht in Anführungszeichen gestylt waren, ne? Und das Styling war halt wirklich nur, um zu verdecken, zu kaschieren, zu vertuschen, zu verstecken einfach, dann habe ich mich komplett gewehrt, alles, was ich auf dem Kopf hatte, auch nur ansatzweise von dem Kopf zu nehmen. Und dann blieb das auch erstmal, bis ich zu Hause war, definitiv. Ja, kann ich total gut verstehen. Wie hast du es geschafft, so selbstbewusst zu werden, Linda? Es war ein Weg, ein langer Weg. Ich glaube, am meisten geholfen haben mir da die tollen Frauen auf Instagram, die sich komplett ohne Perücke, ohne Kopfbedeckung da zeigen, Fotos von sich posten. Ich habe mir tatsächlich damals, also vor 2 Jahren, das ist 2,5 Jahre ist es jetzt, glaube ich, her, Instagram dann auch gemacht. Weil ich diesen Frauen, also ich hatte die erst, relativ genau, ich war erst noch, in, ne? Ja, ja. Ich war erst in so einer Facebook-Gruppe. Okay. Und da war auch, also es war so eine, ja, wie so eine Art Selbsthilfegruppe. Und da haben dann aber immer mehr Frauen halt auch so ihre Profile von Instagram geteilt. Und wenn man selber kein Instagram hat, kann man ja immer nur bestimmte Sachen sehen. Und irgendwann habe ich mich da angemeldet, tatsächlich, hauptsächlich um die ganzen Inhalte von diesen Frauen zu sehen. Und habe dann auch angefangen, ich habe niemandem erzählt, dass ich Instagram habe, also mir ist am Anfang niemand gefolgt, den ich kannte, und habe dann angefangen, selber Fotos von mir ohne Haare zu posten. Also Instagram war da irgendwie für mich so das Coming Out erstmal vor fremden Menschen. Und das hat mir total geholfen, weil ich, ja, einfach, ich meine, wenn ich Feedback bekommen habe, dann nur positives Feedback. Und dann war das wirklich schrittweise. Also es war erstmal so in der WG. Ich meine, in der WG kannten mich die Leute oder meine Mitbewohnerinnen damals sowieso auch ohne Perücke. Aber dass ich dann auch mal die Perücke abgelassen habe, wenn vielleicht Besuch kam. Dann habe ich es immer gemacht, wenn ich mal ausgegangen bin, weil so beim Feiern gehen oder so, wenn einen die Leute nicht kennen, war das für mich auch nicht so das große Problem. Oder im Urlaub, wo mich auch keiner kennt, dass ich da einfach mal die Perücken abgenommen habe. Also wirklich so schrittweise. Und irgendwann habe ich das dann in jeden meiner Lebensbereiche integriert und habe, Gott sei Dank, auch wirklich nur positives Feedback von den Leuten bekommen. Das hat mir natürlich auch total geholfen und mich immer bestärkt, da auch weiterzugehen. Cool, du bist also Stück für Stück da dran gegangen und wie du es vorhin beschrieben hast, als du am Anfang quasi an See gegangen bist, aber du würdest gerne in den See springen, aber du dachtest, nee, dann fliegen mir meine Augenbrauen weg oder so, wie bei mir dann halt meine Frisur, die ich damals auf dem Kopf hatte, kannst du dann halt jetzt einfach sagen, ja, egal, fuck it, dann mache ich es einfach, weißt du? Und so hast du dich dann quasi auch an die, sage ich mal, Lösung für dich rangerobbt, weil das ist ja ein Prozess und einer 14-Jährigen oder mir als 14-Jähriger, als das bei mir so Stück für Stück anfing und ich wollte, ich habe es auch gar nicht erst gemerkt, ich hatte halt schulterlanges Haar, ich ging auf Rockkonzerten, ja, und wenn dann mal Haare abflogen, ja, das gehörte halt dazu, weil das Metal war, so nach dem Motto, weißt du, also das war, man hat sich über 100.000 Sachen den Kopf gemacht, aber nicht um den eigenen Kopf, nach dem Motto. Und interessant, dass du sagst, dass du dann halt so Stück für Stück für dich erstmal mit fremden Menschen in Kontakt gekommen bist, mit einem neuen Ich, was du dir dann aufgebaut hast und was du dir jetzt quasi nicht mehr ohne vorstellen kannst, weil für meinen Teil kann ich sagen, ich habe dich genau
exakt so kennengelernt, wie wir beide gerade diesen Podcast führen. Und ich sehe dich und ich war erst überrascht, als ich dann in deinem Instagram-Profil gescrollt habe und dann Fotos gesehen habe mit dir mit Perücke. Und dann war ich mir erst unsicher, ob das deine echten Haare sind, weil ich kannte dich ja noch nicht und ob das so ein Switch war für dich. Und erst dann habe ich realisiert und nachdem wir geschrieben haben, was halt wirklich bei dir im Kopf und auf dem Kopf vorgegangen ist. Daher finde ich das total interessant, dass du dir dein Selbstbewusstsein Stück für Stück einmal erhalten hast und noch gestärkt hast. Immer mit dem Feedback, was du dir auch selber gegeben hast und von außen quasi kam. Und bei mir selber, wenn ich mich da nochmal so meine Vergangenheit Revue passieren lasse, in einem selbst ist es halt 100-mal schlimmer, als es tatsächlich nach außen wahrgenommen wird. Und ja, ich gebe dir recht, wenn man jetzt rausgeht, egal ob Frau oder Mann, mit einer Glatze und man polarisiert, dann gibt es 1 von 10 Leuten, der mal komisch guckt. Und am Anfang ist es mir auch schwer gefallen, die 9 Leute zu beachten, die mich nicht beachtet haben, die mich für normal gesehen haben. Weil nämlich dieser eine viel krasser aufgefallen ist von den 10, wo 9 eigentlich weggeguckt haben, weil das nichts Besonderes für die war. Und Stück für Stück habe ich dann auch realisiert, er ist ja auch nur einer von vielen. Und wenn man das dann hochmultipliziert, wie viele gute Menschen gibt es und wie viele schlechte gibt es davon, wenn man das jetzt mal so einfach über einen Kamm scheren kann. Und dann ist mir dann halt auch mehr und mehr durch das Projekt Vinicare klar geworden, was für mich jetzt mittlerweile völliger Standard geworden ist, dass ich rausgehe, auch mit keinem frisch rasierten Kopf, wo man halt meine kahlen Stellen sieht, wo man den Haarausfall krass sieht, wo man den Kranz sieht und ich werde automatisch 10, 15 Jahre älter, wenn ich in den Spiegel gucke. Dann gehe ich raus und dann sage ich, ja egal, ich hatte gerade keine Lust auf eine Kappe, ist eh zu warm. So genau das Gegenteil ist eingetroffen. Und wenn ich mir jetzt dann aber den Kopf rasiere, dann fühle ich mich anders. Und ich musste mich da auch erstmal neu reindenken und auch selber da rein entwickeln, weil ich würde jetzt auch von dir gerne wissen, wenn du 14 bist, du hast dich ja noch nicht entwickelt, du weißt gar nicht, wer du bist. Also ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß heutzutage noch nicht genau, wer ich bin und ich entdecke immer noch neue Sachen an mir. Und Haarausfall war ungemein eine lehrreiche Lektion für mich, weil zu dem Zeitpunkt, als der Haarausfall bei mir krasser wurde, da war ich noch nicht fertig ausgebildet. Und zwar nicht nur beruflicher Natur, also ich war in der Ausbildung, als auch in meinem Leben. Und ich musste mich quasi in meiner Entwicklung nochmal neu entwickeln. Und zwar ohne Haarausfall, aber dafür mit Glatze. Wie ging es dir dabei, dass du, während du in deiner Pubertät steckst, dich gerade am Entwickeln bist, sprichwörtlich, und dann musst du dich quasi nochmal neu entwickeln, für dich selber neu finden? Wie fühlt sich das an? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, das war auf jeden Fall eine super große Herausforderung. Und ich weiß gar nicht, es hat sich gar nicht so angefühlt, als würde ich mich neu erfinden, sondern das war dann halt irgendwie so ein Faktor einfach, der in meine Entwicklung mit reingespielt hat. Also es fühlt sich eher so an, als ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich halt mit diesem Haarausfall, also mit dieser Herausforderung entwickelt. Alopecia ist einfach jetzt schon seit vielen Jahren mein Begleiter, meine Begleiterin und hat mich eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern hat mich zu der Person gemacht, die ich bin. Und ich frage mich tatsächlich häufig auch, wer ich eigentlich ohne Alopecia wäre. Hm. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Gute Frage. Diese Frage, ja, wie ich mich wohl entwickelt hätte, wenn ich keinen Haarausfall hätte. Wenn ich ganz normal einfach immer Haare hätte, hätte ich dann auch so Selbstwert, Probleme gehabt, wäre ich dann stärker, oder was heißt stärker, ist auch ein komischer Ausdruck, aber wäre ich dann selbstbewusster, wäre ich weniger selbstbewusst, hätte es vielleicht irgendwelche anderen Herausforderungen gegeben, beziehungsweise hätte ich andere Sachen als herausfordernd angesehen, die ich jetzt vielleicht gar nicht als so herausfordernd betrachte, weil Alopecia eben für mich so eine der größten Herausforderungen ist oder war. Das ist eigentlich eher so eine Frage, die ich mir tatsächlich oft stelle. Also
Ja, es fühlt sich eher so an, als wäre, als, ja, Alopecia begleitet mich einfach schon so lange und ich habe mich gefühlt gar nicht unbedingt neu entwickelt, sondern halt eher damit entwickelt oder dadurch auch entwickelt, beziehungsweise dadurch so entwickelt, wie ich mich eben entwickelt habe. Also ich finde, dass wenn du das nicht hättest und ich wiederum meinen Hausfall nicht hätte, dann wäre dieser Podcast nie zustande gekommen, Linda. Weil ich muss dir sagen, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe hier auf diesem Podcast, habe ich mir im Kopf überlegt, okay, krass, ich muss gerade aus meiner Komfortzone gehen, weil ich rede gerade nicht mit einem Mann. Und ich rede auch nicht mit einem Freund oder mit einer Freundin oder einer Kollegin oder einem Kollegen. Und ich rede auch nicht über irgendeine Netflix-Serie, sondern ich habe mich quasi aus meiner Komfortzone, selbst innerhalb von wenig her, was eh schon nicht meine Komfortzone war bis vor kurzem, nochmal ein Stück nach außen bewegt und gesagt, weißt du was, wenig her ist nicht nur genderspezifisch und exakt nur für den Mann mit genau diesem Hausfall. Nee, ich habe durch das Projekt quasi gemerkt, okay, krass, Frauen haben ja auch Hausfall. Ja, die haben sogar Krankheiten damit. Und wie sieht man das dann aus ihrer Brille? Und ich kann definitiv von mir aus sagen, dass wenn ich das jetzt auf den Hausfall zurückführe, bis jetzt Winnicare Podcast mit dir, Linda, als erste Frau, als Gast. Das hat definitiv was mit mir gemacht, weil als der Hausfall anfing, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass ich fragil sein kann und auch bin. Und das hatte ich vorher nicht, weil ich dachte mir, ja, man hört von dem, der hat eine Krankheit, aber das betrifft mich ja nicht. Das tangiert mich gar nicht. Ich habe sowas nicht. Ich bin gesund. Ich trinke nicht viel, ich rauche nicht, ich nehme keine starken Drogen, ich springe nicht, ich setze mein Leben nicht unnötig aufs Risiko und dann dachte ich, ich krieg sowas nicht. Ja, aber siehe da, zack, auf einmal mit den Jahren, Haarausfall. Setz dich damit mal bitte auseinander, Christos, neben deinen ganzen anderen Sachen, die dich beschäftigen, sei es familiär, sei es Freund, Freundin, beruflicher Natur, nee. Du setzt dich jetzt mal hier schön mit dir selber auseinander. Und indem ich dann quasi mit dem Hausfall jahrelang erstmal Hand in Hand gegangen bin, habe ich gemerkt, wie eingeschränkt ich war, weil mir das nämlich dermaßen auf mein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gedrückt hat, weil wenn ich zum Beispiel bei Kunden war und die mich quasi als Selbstständigen gesehen hat, der nach Tagessätzen bezahlt wird, dann muss ich ein gewisses Standing anscheinend erfüllen, wie ich nach außen gesehen werde. Und da gehört eine Äußerlichkeit, dachte ich immer dazu. Das heißt, mein Haarausfall könnte vielleicht als Schwäche interpretiert werden oder der macht seine Arbeit nicht gut, deswegen hat er so viel Stress, deswegen fallen ihm die Haare aus. Wildesten Theorien, die ich im Kopf hatte, während ich mit offenen Augen im Bett lag. Und als ich dann gecheckt habe, hey, warte mal. Die meisten Leute, mit denen du beruflich zu tun hast, sind deutlich älter als du, weil die wollen nämlich einen Jüngeren haben, der nämlich genau diese Sachen macht, die momentan gemacht werden, zum Beispiel App-Programmierung und App-Design. Und die ganzen Leute, die älter sind und in Führungspositionen saßen, wurde mir erst klar, die haben alle entweder Haarausfall oder eine Glatze. Also wieso habe ich mich dann vorher schon darüber verrückt gemacht? Und definitiv hat das dann nochmal mich entwickelt, weil nämlich durch den Haarausfall konnte ich dann nämlich Nein sagen zu etwas, was ich mir nicht aussuchen konnte, aber Ja zur Glatze, weil das eine bewusste Entscheidung war. Und ich sehe da die Parallele nämlich zu dir, Linda. Dadurch, dass du dich mit deiner Krankheit auseinandersetzen musst und damit leben musst, kannst du aber das Beste draus machen, indem du damit Frieden geschlossen hast und sagst, weißt du was? Ja, ich habe erstmal diese Augenbrauen, diese Perücken ausprobiert, diese Tücher und jetzt habe ich ein Potpourri aus vielen, was ich bin, aber immer nur zu gewissen Zeiten und Anlässen. Und kombinierst du da auch gerne die Sachen, dass du dann sagst, ja, weißt du was, ich fühle mich, ja, wie du schon gesagt hast, ich fühle mich heute mal nach dem oder nach dieser Option, aber deine Go-To-Option. Hat sie sich in letzter Zeit gewandelt, dass du eher sagst,
ich gehe doch lieber, sage ich mal, oben ohne raus, anstatt dass ich mir Sorgen mache, wie mich eben andere sehen, damit ich es nur für die anderen mache. Verstehst du, was ich meine? Mhm, ja, genau. Nee, in der Regel, also mein Go-To ist eigentlich wirklich oben ohne. Das ist so Standard eigentlich momentan. Und ja, genau, es gibt dann diesen Gedanken, wenn ich mir jetzt eine Perücke aufsetze, warum mache ich das? Mache ich das gerade für die anderen? Mache ich das für mich? Mache ich das, um mich zu verstecken? Da geht dann auch immer wirklich so ein Kopfkarussell bei mir los. Und ich bin jetzt aber an dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich verurteile mich dafür nicht. Wenn ich Lust auf Perücke habe, egal aus welchem Grund, dann setze ich mir die halt einfach auf. Und genau das Gleiche mit Tüchern. Also zum Beispiel im Winter gehe ich hauptsächlich mit Tüchern raus oder mit Mütze dann halt. Aber das liegt an der Temperatur, weil das wirst du ja auch kennen. Mit Glatze ist es wahnsinnig kalt draußen. Extrem. Also generell so, ne? Kälte, man spürt die einfach viel extremer. Deswegen ist das eben von Sommer zu Winter auch echt nochmal unterschiedlich. Aber jetzt, wo die Temperaturen voll in Ordnung sind und wenn die Sonne auch nicht so doll scheint, dann Glatze. Definitiv. Und das ist ja wie bei Kopf und Füßen, ne? Wenn die einmal anfangen zu frieren, dann ist der ganze Körper, dann ist vorbei, ja. Dann bis du dich dann mal wieder warm bekommen hast. Und ja, ich war schon froh, dass ich dann in einer richtig guten Merino-Wolle-Mütze investieren konnte, weil die hält dann meinen Kopf warm. Und vorher habe ich selbst im Winter, wenn ich mal gestylt war, vermieden, eine Mütze zu tragen, weil ich dann gesagt habe, hey, ich habe mein Vogelnest oben mal modelliert und das soll dann ja auch irgendwie nach außen getragen werden, weil ich habe mich ja für irgendwas frisch gemacht, weil du kannst ja nicht auf den Geburtstag gehen und du trägst die ganze Zeit deine Wollmütze im Winter, weißt du? Und das war dann immer so ein Abwägen und ja, da habe ich es dann halt für die anderen gemacht und jetzt mit der Mütze und mit der Glatze, perfekt. Ich ziehe die so gerne an, die fühlt sich gut an, die hält warm, sogar zu warm hin und wieder. Und dann kann ich es auch abziehen und dann muss ich mich nicht irgendwie umgucken und zu sehen, oh, wo ist der nächste Spiegel, damit ich mir mein Vogelnest oben quasi wieder richten kann. Und diese ganzen Sorgen, die sind sowas von unnötig gewesen, aber da muss ich halt auch erstmal reinwachsen. Und was würdest du jetzt Zuhörerinnen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, wie du es mal warst, Linda, empfehlen, die jetzt auf Instagram gucken und dich angucken in deinem Profil, so wie du vor 2 Jahren das quasi gemacht hast und die noch keine Fotos hochgeladen haben und noch nicht genau wissen, wo sie stehen. Was würdest du denen raten? Ich würde sagen, bloß nicht überfordern. Also nur, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt, weil es andere Leute machen, sich ohne Perücke zeigen oder ohne Tuch oder was auch immer, sollte man sich auf keinen Fall dazu zwingen, sondern was für mich persönlich hier super wichtig war, war mir die kleinen Schritte zu erlauben und nicht gleich zu viel von mir zu erwarten oder zu denken, oh, ich sehe jetzt, dass andere Frauen sich das trauen, dann muss ich das auch machen, wenn ich eine Perücke trage, verstecke ich mich. Nein, das ist total in Ordnung. Du darfst genau das machen, was du möchtest. Das finde ich erstmal am allerwichtigsten. Und dann aber, und da muss man wahrscheinlich einfach so einen Mittelweg finden, sich trotzdem vielleicht auch, wie du ja vorhin auch gesagt hast, immer mal wieder einen kleinen Schritt aus der Komfortzone herausbewegen. Weil ich habe halt das Gefühl, es ist natürlich leicht, in der Komfortzone zu bleiben. Aber wenn man mal einen kleinen Schritt rausmacht und dann merkt, dass es vielleicht dort außerhalb der Komfortzone gar nicht so schlecht ist, dann wird das ja eben auch wieder zur Komfortzone. Es ist ja auch so diese Erweiterung einfach der Komfortzone, ne? Und das dann eben doch auch immer mal zu machen. Einfach mal auszuprobieren, aber wirklich zu schauen, wo fühlt es sich gut an, wie ich das vielleicht gemacht habe im Urlaub. Einfach im Urlaub mal die Perücke abzusetzen, das Tuch abzusetzen, zu schauen, wie fühle ich mich damit? Was bekomme ich vielleicht auch für Feedback? Was vielleicht auch tatsächlich hilfreich sein kann, ist Freunde zu fragen, wie ist es für euch, wenn ich ohne Perücke rumlaufe oder wenn ihr mich ohne Perücke seht, wie nehmt ihr mich wahr? Weil ich hatte echt immer das Gefühl, alle gucken mich an und denken, boah, sieht die scheiße aus. Die ist ja einfach nur hässlich ohne Haare. Das war irgendwie so der Gedanke, den ich anderen in den Kopf gesetzt habe und ich glaube, niemand hatte diesen Gedanken oder vielleicht hatte den auch jemand, ich weiß es nicht, aber das habe ich nie gefeedbackt bekommen. Und da vielleicht wirklich dann auch so mit dem engen Umfeld einfach zu arbeiten und die auch mit ins Boot zu holen. Und auch vielleicht mal zu sagen zu einer Freundin, ich habe Lust, heute ohne Perücke rauszugehen, aber es ist mir noch ein bisschen unangenehm.
Machst du das mit mir zusammen? Also das ist manchmal, glaube ich, auch richtig hilfreich, dass die andere Person einfach weiß, wie man sich gerade fühlt. Genau. Und wirklich, ja, sich einfach alles zu erlauben, wonach man sich fühlt. Toll. Also die Sachen, die du angesprochen hast, dass man sich mit sich selber nicht zu hart ins Gericht fallen muss, sondern Stück für Stück sich auch da reinfinden, das finde ich mega. Und ich merke da auch den Unterschied zwischen Mann und Frau. Du kommunizierst viel nach außen. Also du fragst die Leute dann im engsten Kreis, hey, ich habe da was. Und ich habe das selber als Mann gegenüber anderen Männern habe ich das nie gemacht. Und ich merke das auch, dass andere Männer nicht mit mir reden, als ich noch Hausfall hatte, die selber in dieser Situation waren, dass man sich irgendwie beraten würde. Und jetzt sogar noch mit Glatze fällt es mehr und mehr kriegen mit, dass ich dieses Projekt wenig her gestartet habe und sehen dann, ey, ich kann den einfach mal fragen, was mich unheimlich freut, dass die dann halt so eine, das ist ja halt die Anlaufstelle, die ich halt nie hatte. Und ich habe dann den Eindruck gehabt, dass die Männer weniger kommunizieren. Und ich finde das umso stärker, das Signal, was du gesetzt hast, dass du denen halt einfach nur mitgehen kannst, egal ob Frau oder Mann, redet einfach. Sagt, was in eurem Kopf ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich jemanden nach Hilfe gefragt habe, ich habe selten ein Nein bekommen. Und wenn ich doch mal ein Nein bekommen habe, dann wurde das irgendwie begründet. Aber wenn ich nicht darüber geredet habe, dann kann ich auch kein Ja erwarten, weil ich ja nichts ausgesprochen habe. Und da kommen wir halt wieder mit dem Platon der Komfortzone zurück. Aktuell, wenn ich mich jetzt angucke, habe ich ein Plateau erreicht, weil ich bin zufrieden. Das ist aber ein ganz anderes Plateau, als noch die Plateaus vor wenig her, mit Haarausfall, mit den Gedanken, die ich im Kopf hatte, weil das war irgendwie so ein Stillstand für mich. Ich bin irgendwie die ganze Zeit auf der Stelle getreten und ich hatte nicht den Eindruck, dass es, also es ist ein Plateau ohne Steigung, ohne gar nichts. Und immer wenn ich dann quasi ein bisschen aus mir rausgekommen bin, hat das in mir was gemacht. Und ich habe das jetzt auch nicht von jetzt auf gleich gemacht mit der Glatze. Ich musste auch erstmal total viele Nächte darüber schlafen und ich lag dann da, Gedankenkarussell und ja, was machst du dann? Und ich muss dir sagen, das größte Geschenk, was man einem selber machen kann, ist, geh auf Leute zu und frag denen nicht nur nach deren Meinung, sondern öffne dich auch einfach und sprich mit denen. Weil es fühlt sich gut an, einfach über das, was du im Kopf hast, mit jemand anderem zu reden, ohne auch nur zu erwarten, irgendeinen Lösungsansatz. Sondern es ist einfach aus einem raus. Und verstehe ich dich richtig? Also selbst mit in deiner Pubertätsphase, da bist du nicht nach außen gegangen. Ich sage genauso wenig. Und hätte ich damals schon irgendwie jemanden gehabt, der mir gesagt hat, pass auf, rede doch einfach und ich höre dir zu. Ich wüsste gar nicht, ob ich das mich getraut hätte, weil ich war noch nicht so weit. Und da muss ich auch erstmal hinkommen. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Ging mir 100% genauso. Ich habe früher mit niemandem drüber geredet, nicht mal mit meinen Eltern. Also natürlich wussten die das und haben wahrscheinlich auch gedacht, dass es für mich nicht einfach ist. Aber ich habe einfach nicht drüber gesprochen, wie sich das für mich anfühlt. Vielleicht ist das auch so eine Art Verdrängungsmechanismus. Je weniger man drüber spricht, desto weniger existiert es. Aber darüber zu sprechen, hat bei mir auch gedauert. Aber mittlerweile, das heißt, ich liebe es, aber es tut einfach so gut, wie du gesagt hast. Es ist kein Problem mehr in deinem Kopf, richtig? Genau. Und das fühlt sich so total, das ist voll die Erleichterung, die einem von den Schultern genommen wird, weil du hast jetzt deine komplette Kapazität frei und Muse in Dingen zu stecken, die nicht mehr mit irgendwie Problemen behaftet sind. Und das fühlt sich einfach total frei an, einfach wieder, ja, ich sein zu können. Und da kann ich jetzt mal einen Haken dran setzen. Und schön, dass du das auch so siehst. Und ich meine, bei mir hat sich ja so viel geändert in der Zeit. Allein meine Morgenroutine. Weißt du, wenn ich jetzt aufstehe und dann sage ich, ja, okay, weißt du was, heute rasiere ich mir mal den Kopf, aber mit der Maschine meines Vertrauens, mit der Elektromaschine, sage ich mal. So, und dann mache ich das und dann benutze ich eine ganz andere Herangehensweise an den ganzen Tag, habe ich den Eindruck, weil es fühlt sich einfach anders an. Mein Morgen ist anders gestartet. Und dann gibt es Tage,
da lasse ich mich gehen. Dann lasse ich einfach die Haare wachsen. Dann weiß ich, meine andere Morgenroutine, die dann anfängt, ist dann der Haarschneider. Das ist eine komplett andere Herangehensweise. Und da brauche ich weniger Pflege und weniger Vor- und Nachbearbeitung, sondern es geht schneller. Und das macht ja mit einem etwas. Und ist das bei dir auch ähnlich? Hat sich bei dir eine Morgenroutine eingeschlichen, die vorher anders war und jetzt mit deiner Glatze sich auch anders hin entwickelt hat, wo du dich dann auch wohler damit fühlst? Klar, also früher war natürlich ein super großer Bestandteil meiner Morgenroutine das Perückenkleben. Also wie gesagt, ich habe hauptsächlich Perücken gehabt, die man festkleben musste. Und das hat echt viel Zeit auch in Anspruch genommen. Also bestimmt am Anfang, als ich darin noch nicht routiniert war, bestimmt so eine halbe Stunde. Und später dann ging es vielleicht auch schneller, so eine Viertelstunde. Aber trotzdem, das ist ja irgendwie Zeit, die man einfach morgens dann aufbringen muss. Und mittlerweile... jetzt fällt es mir gar nicht mehr auf, weil es schon so lange ist, aber vor allem am Anfang, als ich aufgehört habe, Perücken zu tragen, war so ein tolles Gefühl, das nicht mehr zu haben. Also einfach, die Zeit ist dann da und exakt. Gut, dann kam irgendwann vielleicht Tücherbinden dazu, das hat am Anfang bei mir auch länger gedauert, bis ich da eine Routine drin hatte. Das hast du dir aber auch selber ausgesucht, ne, weil du es wolltest. Das ist wie bei mir jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal vorhabe, die ganze Zeit mit Fliege rumzulaufen oder mit, sage ich mal, einer Krawatte, da muss ich ja auch erstmal lernen, solange es keine Ansteckkrawatte ist, wie ich mir die binde, weil ich möchte so rausgehen. Und das verstehe ich voll und ganz. Du willst das haben, dass du dann auch sagst, das ist ein Accessoire auf meinem Kopf. Deswegen ist das doch voll cool, dass die Morgenroutine sich so entwickelt hat, dass du selber da Hand anlegen kannst, weil du das möchtest. Genau, ja. Vollkommen. Und genauso mit einer Perücke, wenn ich mich jetzt eben doch mal entscheide, eine Perücke aufzusetzen, ist dieses Kleben gar nicht mehr so nervig, weil es sich nicht wie eine Pflicht anfühlt, sondern einfach wie etwas, wofür ich mich jetzt gerade entscheide. Und eigentlich kann ich das jetzt auch noch aufs Augenbrauenmalen übertragen, was ich meistens eben schon noch mache, aber jetzt während Corona zum Beispiel immer seltener gemacht habe. Und auch da, es war so ein befreiendes Gefühl, nicht die Augenbrauen malen zu müssen. Ich meine, auch da bin ich mittlerweile ziemlich schnell, aber trotzdem, es ist irgendwie immer wie so ein Pflichtprogramm. Das muss man morgens einfach machen. Und da die Entscheidung zu haben, ist wirklich wahnsinnig befreiend. Das ist nämlich auch der Sinn und Zweck hinter, sag ich mal, wenn du einen angenehmen Morgen haben möchtest, dann musst du dir den aber auch so legen und gestalten. Weil wenn du dir nämlich deine Morgenroutine so legst, dass das eine Pflichtaufgabe ist, eben deine Haare zu modellieren, damit man nicht die kahlen Stellen sieht, dann fängt schon der Tag jedes Mal komisch an. Und dann hast du vielleicht mal den Sonntag, wo du keinen Besuch reinlässt, wo du nicht rausgehen musst, wo du dich verbarrikadierst in deinem Jogger und auch deine Haare nicht machst, weil du dann denkst, ich muss meine Morgenroutine nicht nachgehen. Aber das, was wir hier gerade beschrieben haben, ne, ist ja diese Morgenroutine, damit man sich dann den ganzen Tag über gut fühlt. Und die hat sich ja komplett gewandelt über die Jahre, weil man sich dann immer mehr an dem herangewagt hat, wo man vorher nicht hin konnte, vielleicht auch nicht wollte. Aber eben, wie du gesagt hast, hey, in der Corona-Zeit muss ich mir weniger die Augenbrauen machen. Weißt du was, es ist mir jetzt leichter gefallen, auch mal darüber nachzudenken, auch so rauszugehen, weil das war vorher halt anders. Und wenn auch vorher bei dir die Sachen durch Instagram dich das so empfindlicher gemacht haben für etwas, dass du darüber nachdenkst, ist doch auch total schön, weil sich das ja dann in dich so ein schleichender, guter Prozess quasi ist, um dagegen zu wirken, deinen Morgen und deinen ganzen Tag gut zu verbringen und auch gut zu gestalten. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Toll. Linda, ich finde, das war nicht nur ein starker Podcast, sondern du bist auch eine verdammt starke Frau, ne? Und das, was du alles hier erzählt hast, ne, mit wo du angekommen bist, ne, mit den Augenbrauen, die du erzählt hast, über die Zeit, dass du dann halt jetzt merkst, ich kann mehr und mehr weglassen, aber ich bin trotzdem noch da, ich bin ich. Und das ist halt total schön zu hören und komplett unabhängig, welches Geschlecht das ist, egal wie alt man ist und egal, ob es jetzt Gen, Krankheit ist, sondern es ist einfach, es fällt wirklich einem so eine Bürde und so eine Last von einem selber, weil man die selber auch gemacht hat. Natürlich kommt auch von außen zu tragen, was für ein Bild wird vermittelt, ne? Also auch von außen. Aber das, je älter man wird, habe ich den Eindruck, desto eher fällt es einem leichter, zu sich zu finden und sich zu akzeptieren und Frieden mit sich zu schließen. Und ich merke das halt an dir durch und durch. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich würde gerne so verbleiben,
dass das nicht der letzte Podcast gewesen ist, weil ich denke, wir haben jetzt so einen Grundstein erstmal gelegt und vielleicht gibt es ja das ein oder andere Thema, was für mich als Mann extrem hilfreich ist, das noch nachvollziehbarer gemacht zu bekommen, auch für die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ich habe keine Lust, dass das nur von meiner Brille aus betrachtet wird, weil ich kann halt nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber wie du gesagt hast, allein nur, dass du unter deinen Kolleginnen und Kolleginnen dich so geöffnet hat, ich kenne keinen Mann, der mir das entgegengebracht hat, bis er darüber reden wollte. Und ich fand, du hast nochmal so eine neue Farbe reingebracht in dieses Wenig-Her-Projekt und ich wollte dir nochmal vielen, vielen Dank dafür aussprechen. Und ich würde sagen, wir haben den Podcast rund bekommen. Wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast, hau gerne raus damit. Wo können denn die Leute jetzt mal dein Profil sehen, falls du das teilen möchtest, um das um den Kreis zu schließen quasi, wo du quasi mit Instagram angefangen hast, um andere zu sehen, wie du jetzt quasi aussiehst. Nur wenn du das natürlich teilen möchtest, ne? Ja, klar. Ist ein bisschen schwierig irgendwie auszusprechen, meinen Instagram-Name, aber man findet mich unter l.yin, also yin.da. Genau. Ja, schaut da auf jeden Fall super gerne vorbei. Ich poste halt einfach total frei Schnauze, wann und wie es für mich passt. Also verfolgt da jetzt nicht irgendwie ein großartiges Konzept, aber der Gedanke dahinter ist also einmal die Art von Selbsttherapie, die das für mich war, aber tatsächlich auch, dass ich mir wünsche, irgendwelche Frauen oder auch Männer damit zu erreichen, denen das vielleicht weiterhelfen könnte. Super, also folgt l.yin.da, Linda. Wahrscheinlich war Linda einfach schon vergeben und da musstest du irgendwie ein bisschen jonglieren, ne? Genau, und das Yin ist damit drin, von Yin und Yang kommt das tatsächlich. Nice, also so. Gefällt mir. Schön, dann würde ich mit den Worten auf jeden Fall abschließen und abgesehen davon, ich würde mich unheimlich freuen, auf den Apple Podcast eine Bewertung zu bekommen. Das hilft ungemein halt, die Message zu verbreiten und dass Leute wie Linda quasi auch Gehör bekommen und gehört werden, eben auch von Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden oder halt Männer und dann sich wiederfinden und sagen, hey, weißt du was, vielleicht ist ja doch was dran mit dem Platon, mit den ganzen Komfortzonen, wovon die beiden geredet haben. Und ich freue mich über den Austausch und lasst gerne einen Kommentar da. Linda, vielen Dank nochmal und ich freue mich auf die nächsten Podcasts mit dir. Dank dir. Ich danke dir, Christos, und ich freue mich auch.